früher auch als gelber Knopf bezeichnet, zählt die Trichomoniasis auch heute noch zu den häufigsten parasitären Krankheiten bei Brieftauben. Trichomonaden gehören zu den Vertretern der Flagellaten, die in den Brieftaubenbeständen die typischen gelben Belege im Schnabel verursachen können. Weitere Symptome einer Trichomonadeninfektion sind braune Nasenwarzen, nasse Augen und feuchtes Niesen. Der Bestand ist insgesamt weniger aktiv und die Flugfreude lässt sichtbar nach. Bei den Reisetauben zeigt sich ein Einbruch in der Leistung und die Verluste nehmen zu. Betroffene Tauben fressen schlecht und der Kot kann eine grünliche und weiche Beschaffenheit aufweisen. Außer den Trichomonaden gibt es auch Flagellaten, die im Darm der Tauben angesiedelt sind. Diese Darmflagellaten treten typischerweise bei den Jungtauben auf. In der Regel wird bei den Jungen ein zügiger Gewichtsverlust und Teilnahmslosigkeit festgestellt. Vereinzelt zeigen die Jungen vermehrt Wasser im Kropf, setzen breiigen Kot ab oder erbrechen ihre Nahrung. Die sichtbaren Anzeichen bei Darmflagellaten im Bestand ähneln sehr den Symptomen der klassischen Jungtierkrankheit. Bei den Nestlingen kann es durch massiven Trichomonadenbefall auch zu Entzündungen am Nabel kommen. Die Hauptursache einer Flagellateninfektion bilden die drei Haupterreger: Trichomonaden, Giardien und Hexamiten. Das größte Problem in den Taubenbeständen sind nach wie vor die Trichomonaden, die in gleicher Weise bei den Alt- wie auch bei den Jungtauben auftreten. Die Trichomonaden setzen sich im Kropf fest, schädigen in erster Linie die Kropfschleimhaut der Taube, was heftige Abszesse und Eiterbildungen in der Speiseröhre zur Folge haben kann. Bei massivem Befall wandern die Trichomonaden in die inneren Organe, hauptsächlich die Leber, wo sich Entzündungsherde bilden, die im Endstadium zu Organversagen führen können. Die Giardien und Hexamiten leben und vermehren sich im Dünndarm der Jungtauben und schädigen speziell die Darmwände. Die Taube verliert Eiweiß über den entzündeten Darm und die Nährstoffaufnahme wird stark beeinträchtigt. Dazu kann sich schnell eine zusätzliche bakterielle Infektion gesellen. Bei Trichomonaden wird der Erreger während des üblichen Schnäbelns und mit der Kropfmilch übertragen. Den Hauptübertragungsweg bildet immer noch die Tränke. Die Darmflagellaten hingegen werden mit dem Kot ausgeschieden. Feuchte Stellen im Schlag oder Kotverunreinigungen an der Tränke bilden das Reservoir für die Weiterverbreitung der Hexameten und Giardien an die Jungtauben. Die schlimmste Infektionsquelle bilden aber immer noch die allgegenwärtigen Dachrinnen und kontaminiertes Pfützenwasser. Flagellaten sterben innerhalb kurzer Zeit außerhalb des Taubenkörpers. Deshalb ist jeder Versuch, Proben zu verschicken, zwecklos. Die Untersuchung auf Flagellaten erfolgt immer mittels eines Tupferabstrichs, den der Tierarzt frisch an der lebenden Taube entnimmt. Der Abstrich wird auf einen Objektivträger ausgebracht und kann sofort über das Phasenkontrastmikroskop vom Tierarzt beurteilt werden, was Erregertyp und Befallsgrad angeht. Da das Ergebnis parallel auf einen Bildschirm übertragen wird, kann sich der Züchter zeitgleich vom Befund seiner Tauben ein Bild machen. Die Tauben sollten nach Möglichkeit vor der Untersuchung über mehrere Tage mit klarem Wasser ohne Zusätze bei normaler Fütterung versorgt werden, da sonst das Untersuchungsergebnis verfälscht wird. Behandelt werden klassische Flagellateninfektionen durch eine mehrtägige Trinkwassermedikation. In Abhängigkeit vom Status der Taube oder ihrer Leistung kann alternativ auch eine Tablettengabe sinnvoll sein. Dies trifft gleichsam auf Trichomonaden, Giardien und Hexamiten zu. Seit langem beobachten wir in der Taubenklinik, dass die Resistenzlage bei den Trichomonaden gefährlich zugenommen hat. Auslöser für Resistenzen lassen sich immer wieder auf falsche Dosierung und falsche Therapiezeiten bei unsachgemäßer Eigenbehandlung zurückführen. Eine erfolgreiche und verantwortungsbewusste Trichomonadentherapie ist heute von so vielen Faktoren der Taubenführung abhängig, dass sie auf jeden Fall nach gewissenhafter Absprache mit dem Tierarzt erfolgen muss. Eine Wiederholungsuntersuchung sollte 1 bis 2 Wochen nach der Ersttherapie erfolgen. Regelmäßige, spätere Kontrolluntersuchungen sind auf jeden Fall sinnvoll. Bei Trichomonaden sollte die Kontrolluntersuchung rechtzeitig vor Zuchtbeginn gestartet werden, damit in den letzten 6 Wochen vor der Anpaarung kein Medikamenteneinsatz die Fruchtbarkeit der Tauben beeinträchtigt.
Ein weiterer wichtiger Kontrolltermin liegt idealerweise um die Eierplage herum. Eine eventuell notwendige Behandlung auf den Eiern führt dann nicht zu unerwünschten Medikamentenrückständen in der Kropfmilch. Der Züchter kann dennoch einen großen Anteil zur Eindämmung von Flagellateninfektionen beisteuern. Eine gute Vorbeugemaßnahme, um die Ansteckung im Schlag über die Tränke zu verringern, ist eine pH-Wertabsenkung des Trinkwassers in den sauren Bereich von 4,5. Weitere einfache Regeln für ein funktionierendes Gesundheitsmanagement im Bestand sind die Verwendung von Tränkgefäßen, die auch innen gut von Hand zu reinigen sind. Ein täglicher Wechsel der Tränkegarnitur. Ein vollständiges Abtrocknen der Tränken nach Reinigung. Regelmäßiges Wechseln der Schwämme und Bürsten. Kein Brunnenwasser, sondern Leitungswasser verwenden. Auch Transportgefäße für die Trinkwasserbereitstellung, wie Gießkannen, sind in den Hygieneplan einzubeziehen. Quarantänemaßnahmen bei Zukäufen, Zufliegern und Spätheimkehrern sind ein absolutes Muss.